Hallöchen, ihr Lieben, ich möchte euch heute die Bücher zeigen, die mich den Februar über begleitet haben und die ich im Februar beenden konnte. Es sind wieder eine Menge Bücher geworden, um genau zu sein, 9 an der Zahl. Mehr als ich Anfang des Monats gedacht habe und ich bin super zufrieden mit den Büchern. Und damit ich das Video gar nicht endlos lang halte, starte ich auch direkt mit dem ersten Buch. Mein Monat hat nämlich begonnen mit Rachel Hart von Mona Kasten. Das ist der zweite Band der Scarlet Luck Dilogie und hier geht die Geschichte rund um Rosie und Adam weiter. Rosie hat eine Webradioshow und Adam ist, ich glaube, Schlagzeuger in einer Band und zwar Scarlet Luck. Und Rosie lädt diese Band in ihre Webradioshow ein, um eben dort ein Interview zu führen. Dort läuft nicht alles wie geplant und demnach, ja, endet das Ganze für Rosie überhaupt nicht gut. Sie erntet eine Menge Shitstorm und wird von Fans der Band ja schon so ein bisschen niedergemacht. Und um zur Versöhnung, um zu zeigen, dass zwischen Scarlet Luck und Rosie eben alles gut ist, lädt die Band Rosie eben zu einem Konzert ein. Und dort kommen sich Rosie und Adam eben ein kleines Stückchen näher. Und hier geht die Geschichte der beiden quasi weiter. Ich mochte den ersten Band total gerne. Ich mochte den zweiten Band auch sehr gerne. Ich muss aber auch sagen, dass ich gerade hier beim zweiten Band schon eine ganze Weile gebraucht habe, bis ich wirklich so richtig in der Geschichte drin war, wo sie mich irgendwie fesseln konnte, weil am Anfang haben die beiden quasi gar nicht so viel miteinander irgendwie kommuniziert. Und es ist irgendwie nicht so, ich weiß nicht, irgendwie kam ich nicht so richtig in die Geschichte rein und auch die Beziehung zwischen Rosie und Adam konnte mich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so richtig fesseln. So ab der Hälfte des Buches würde ich sagen, war ich dann in der Geschichte drin und habe die auch nahezu dann an einem Stück weggelesen, weil ich dann wissen wollte, was zwischen den beiden eben noch passiert oder passieren muss, damit sie irgendwie zusammen sein können oder eben auch nicht. Es ist nicht die stärkste Reihe oder Dilogie von Mona Kasten, aber ich habe sie sehr gerne gelesen. Dann habe ich zwei Bibliotheksbücher gelesen. Zum einen The Sea in Your Heart von Kira Moon. Das ist der zweite Teil der Island-Reihe. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Der erste Band war The Sky in Your Eyes. Und das hat mir wirklich gut gefallen, hat mich sehr positiv von sich überrascht. Und demnach habe ich mich sehr auf den zweiten Band gefreut, von dem ich aber zuvor noch gar nicht so viel Gutes gehört habe. Deswegen waren meine Erwartungen dementsprechend auch relativ gering. In dem Buch geht es um die Schwester von Jon, und zwar Lilia. Und sie ist so in der Walrettungs Szene unterwegs, ist halt eben auch Whale-Spotterin auf einem Schiff und ja, ist dann eben noch in ihrer Freizeit unterwegs, um Wale zu retten, sagen wir es mal so. Und dann lernt sie eben Jules kennen und zwischen den beiden fängt es ganz oder knistert es ziemlich schnell und ziemlich viel. Und dann kommt aber etwas ans Tageslicht, was die Beziehung der zwei sehr verkompliziert. Ja, so also positiv ich von dem ersten Band war, so negativ überrascht bin ich ehrlich gesagt von dem zweiten Teil. Ich finde das Thema rund um Walfang super interessant. Finde, da hätte man eine richtig, richtig coole Geschichte draus machen können. Als dann Lilia auf Jules getroffen ist, war mir schon relativ schnell klar, was da irgendwie Sache ist und weshalb es da zwischen den beiden schwierig sein könnte. Es war für mich einfach sehr offensichtlich und es war, keine Ahnung, irgendwie eine Geschichte, die mich überhaupt nicht von sich überzeugen konnte. Ich mochte Lilia, also Lilia oder kannte kein anderes Thema außer eben ja, Wale. Es ging immer nur um Wale, darum Wale zu retten, Wale hier, Wale dort, überall nur Wale. Und irgendwie war mir das dann ein bisschen zu viel. Und dann spielte es eine relativ lange Zeit auf einem Schiff, auf dem Meer und auch da hätte man so viel draus machen können. Super interessante Gespräche zu führen irgendwie, um Beziehungen zu Charakteren irgendwie aufzubauen, um die zu vertiefen. Aber irgendwie ist da nicht besonders viel passiert und es war relativ langweilig. Die ganze Geschichte über war es relativ langweilig. Und ja, wie das Ganze dann ausgegangen war, für mich persönlich auch relativ offensichtlich irgendwie. Es war keine Geschichte, die mich irgendwie fesseln konnte und überzeugen konnte. Dennoch werde ich Kira Mohn noch Chancen geben, nur weil eben mir dieses eine Buch nicht zugesagt hat, heißt es ja nicht, dass mir die anderen Bücher nicht gefallen.
Aber das war leider eine Enttäuschung, nach dem ersten Band vor allem. Dann ging es weiter mit Crushing Colors von Tammy Fischer. Das ist der fünfte und letzte Band der Fletcher University-Reihe, beziehungsweise es gibt da im Herbst noch eine neue Geschichte aus dem Universum von der Fletcher University, aus Fletcher, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß darüber jetzt noch nichts Neues. Auf jeden Fall in Crushing Colors ging es um Summer und um Brigham. Und auf die Geschichte von den beiden habe ich mich schon unfassbar doll gefreut, denn es ist so, dass die beiden eben Nachbarn sind und es zwischen den beiden schon immer irgendwie die Fetzen fliegen. Also sie ziehen sich auf und geben sich blöde Spitznamen und so. Und ja, dann ist es aber so, dass beide über die Weihnachtsfeiertage und auch Thanksgiving, glaube ich, alleine sind und sich dann eben zusammentun und sich dementsprechend auch näher kommen. Und ich muss sagen, ich mochte Crushing Colors total gerne. Ich weiß nicht, ob es meine liebste Geschichte ist, aber ich mochte einfach die Dynamik zwischen Summer und Brigham einfach total gerne. Ich mochte es, dass sie sich immer so aufgezogen haben, aber jetzt nie so richtig böse. Also anfangs war es vielleicht schon ernst gemeint und irgendwann war es dann eher ein bisschen anders gemeint. Ich mochte einfach die Dynamik zwischen den beiden. Dieses Knistern zwischen den beiden, was irgendwann aufgetaucht ist, kam bei mir nicht zu 100% an. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber ich mochte, wie die beiden einfach zusammen waren und auch die Geschichte mochte ich total gerne. Was ich sehr schade fand, über Summer hat man relativ viel erfahren. Ich hätte sehr gerne noch ein bisschen über Brigham erfahren, weil das war irgendwie nur, der war nicht so der Protagonist irgendwie für mich, sondern eher so ein Nebencharakter, auch wenn er irgendwie die Hauptrolle gespielt hat in Summers Leben zu dem Zeitpunkt. Aber man hat einfach unfassbar wenig über ihn erfahren und das fand ich sehr schade. In einem Buddy Read gelesen habe ich The Girl and the Love Song von Emma Scott und ja, da habe ich mich sehr drauf gefreut. In dem Buch geht es um Miller, der in Armut aufgewachsen ist und eines Nachts dann auf Violet trifft. Und die beiden freunden sich dann an und werden dann auch beste Freunde. Nur ist es eben so, dass Miller nicht nur freundschaftliche Gefühle für Violet hegt, sondern eben auch ein kleines bisschen mehr. Er ist Musiker und schreibt eben auch Songs, auch viele Liebeslieder. Und das Mädchen, über das er immer schreibt, ist halt eben Violet. Und jeder scheint das irgendwie zu verstehen, außer eben Violet nicht. Also Violet versteht es halt eben nicht. Und dann kommt es dazu, dass Miller bekannter wird. Und ja, das verändert natürlich auch irgendwie die Beziehung zwischen den beiden so ein kleines bisschen. Das Buch hat Zeitsprünge. Am Anfang des Buches sind sie, glaube ich, 12, 13 oder so, wo sie sich kennenlernen und anfreunden und auch da passieren schon einige Dinge. Und dann gibt es irgendwann einen Zeitsprung und da sind sie ein paar Jahre älter. Ich hätte es total schön gefunden, wenn sie noch ein kleines bisschen älter wären. Also ich fand diesen Zeitsprung, diesen Moment oder den Anfang, wo sie 12, 13 waren, total cool. Ich fand es auch schön, dass man gelesen hat, als sie dann, ich glaube, so 17, 18 irgendwie waren. Aber ich hätte mir noch mehr einen Zeitsprung gewünscht, wo sie dann vielleicht so Mitte 20 wären oder so. Ich glaube, das hätte ich total cool gefunden. Gab es jetzt leider nicht, aber macht die Geschichte jetzt auch nicht schlechter. Aber ich hätte das noch total interessant gefunden. Ich mochte die Geschichte unheimlich gerne. Ich bin gespannt auf die zwei Folgebände, weil ich ehrlich gesagt die zwei anderen Protagonisten, also die zwei, es geht ja, die Reihe heißt ja Lost Boys, es sind drei Jungs, Miller, Holden und Ronan. Und ich finde Holden und Ronan, glaube ich, noch, zumindest was ich aus dem Band herauslesen konnte, ein Ticken interessanter als Miller. Deswegen bin ich gespannt, wie mir der zweite und der dritte Band gefallen wird. Aber diesen ersten Band fand ich schon wirklich total cool. Auch ja, manchmal hat sie es ein bisschen in die Länge gezogen, aber ich fand es schön zu lesen von Miller und Violet. Weg von den Liebesromanen hin zu mehr Intrigen und ich weiß nicht was, nämlich The Inheritance Games, der erste Band von Jennifer Lynn Barnes, habe ich gelesen. Das spiegelt leider ein kleines bisschen, weil es von der Bibliothek ist und foliert ist. In dem Buch geht es, ich muss gucken, was auf dem Klappentext draufsteht, geht es um Avery, die eigentlich einen Plan hat. Und zwar die Highschool zu überleben, ein Stipendium zu bekommen und dann nichts wie raus aus der Stadt, wie auch immer. Dann kommt es aber eben so, dass der Multimilliardär Tobias Hoffron stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Avery hat aber allerdings keine Ahnung, wer dieser Mann war. Und um dieses Erbe antreten zu können, muss Avery in das Hawthorne-Haus einziehen. Ja, voller Rätsel und Geheimnisse ist, denn das hat Tobias Hawthorne geliebt.
Blöderweise wohnt auch die ganze Hawthorne-Familie eben da und die sind nicht besonders begeistert davon, dass sie jetzt eben einzieht. Vor allem die Hawthorne-Enkelsöhne sind ja gleichermaßen faszinierend, attraktiv und gefährlich. Avery muss da jetzt eben überleben und zwischen der Familie, was natürlich sehr schwierig wird. Ich habe super viel Gutes über das Buch gehört und war sehr gespannt, wie mir das gefallen wird. Ich habe es dann zufälligerweise bei der Bibliothek gesehen und musste dann den ersten Band mitnehmen. Ich habe den ersten Band zwar schon als E-Book hier, aber momentan lese ich irgendwie mehr Printbücher als E-Books. Deswegen habe ich einfach die Chance ergriffen und diesen ersten Band mitgenommen. Und ich muss sagen, ich mochte die Geschichte unglaublich gerne. Ich hätte gerne noch ein kleines bisschen mehr mitgerätselt bei den Rätseln, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass es nicht so möglich war. Avery handelt manchmal ein kleines bisschen naiv. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie erst 17 ist. Also da kann man noch irgendwie so, also ist es normal, dass man auch noch naiv handelt. Boah, bei den Enkelsöhnen habe ich keine Ahnung, wer welche Hintergedanken hat, ob einer davon einen Hintergedanken hat, was die geplant haben. Generell diese komplette Hawthorne-Familie ist ein Rätsel für mich. Und auch die Schwester, also Libby, ist ein Rätsel für mich. Und ich bin so gespannt auf den zweiten Teil. Ich werde mal gucken, wann ich das nächste Mal in die Stadt komme und zur Bibliothek gehen kann, um den zweiten. Und ich muss mal gucken, ob sie auch den dritten Band da haben, auszuleihen, weil ich wissen möchte, wie es hier weitergeht. Außerdem bin ich sowieso momentan dabei, ein paar Reihen einfach zu vervollständigen. Ich mochte diesen Thriller total gerne und bin ja sehr gespannt, was im zweiten und dritten Band noch passieren wird. Und vor allem möchte ich Antworten auf die Fragen, die hier aufgeworfen werden in diesem ersten Band. Ich entschuldige mich dafür, dass der Bildausschnitt ein klein wenig anders ist. Der Akku der Kamera war mal wieder leer. Klassisches Manöver hier. Ich mache direkt mit dem nächsten Buch weiter. Und zwar habe ich gelesen und gehört, Was du nicht siehst von Franziska Elea. Das ist eine Influencerin, die ein Buch geschrieben hat über ihre Krankheit und zwar Borderline. Ich verfolge sie aktuell ein bisschen mehr. Ich habe sie früher mal abonniert gehabt auf Instagram und dann zwischenzeitlich gar nicht mehr. Und irgendwie bin ich jetzt wieder auf sie aufmerksam geworden und habe eben erfahren, dass sie ein Buch geschrieben hat, eben über ihre Krankheit Borderline. Und ich finde so Biografien über das Leben eines Menschen total interessant, ob er jetzt eine Krankheit hat oder eben nicht. Aber ich finde es total interessant, über das Leben eines anderen Menschen eben zu lesen. Und ich dachte mir halt eben in dem Fall, okay, über Borderline weiß ich jetzt persönlich noch gar nicht so viel. Deswegen habe ich damit einfach mal angefangen. Ich habe relativ lang für dieses Buch gebraucht, weil ich mir das immer in der Online ausgeliehen habe. Aber es mich jetzt nicht so sehr interessiert hat, dass ich ja regelmäßig darin gelesen habe. Deswegen habe ich dann irgendwann dazu bin ich dazu übergegangen, das Hörbuch zu hören. Ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es sehr viel, also es ging schon über die Krankheit und wie sie zu dem Menschen geworden ist mit dieser Krankheit. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Also man erfährt, wie sich ihr Leben quasi entwickelt hat und eine psychische Krankheit entwickelt sich ja meistens aus irgendwelchen Traumata. Und so ist es bei Borderline eben auch. Liest eben, wie ihr Leben als kleines Kind aussah und wie sie dann eben jetzt zu dem Punkt gekommen ist, wo sie aktuell steht. Fand ich ganz interessant. Ich persönlich habe jetzt aber nicht das Gefühl, so unfassbar viel über Borderline erfahren zu haben. Klar, so ein paar Züge der Erkrankung weiß ich jetzt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich so unfassbar viel weiß. Ich habe mehr das Gefühl, sie wollte mal erzählen, wie ihr Leben bisher so verlaufen ist, welche Hürden sie hatte und so weiter und so fort. Deswegen habe ich, glaube ich, einfach so lange gebraucht, weil ich finde es interessant, wie sich ihr Leben entwickelt hat, aber eben hätte ich ein bisschen mehr Bezug auf die Erkrankung gehabt, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was mir gefehlt hat. Ich kann es nicht so genau in Worte fassen, aber irgendwas hat mir gefehlt, dass ich ja nicht so oft zu dem Buch greifen wollte, wie ich es vielleicht getan hätte, wenn es etwas das drin gewesen wäre, was mich mehr zum Lesen animiert hätte. War das jetzt irgendwie verständlich? Ich finde es sowieso ganz schwer, irgendwie eine Biografie zu bewerten, weil es ist nun mal das Leben eines Menschen. Das kann man nicht besser oder schlechter machen. Im Nachhinein zumindest nicht, währenddessen vielleicht, aber im Nachhinein halt eben nicht. Ja, aber es hat sich eher, ja, es war nicht so ganz mein Ding, ehrlich gesagt. Trotzdem fand ich es interessant. Wir machen einfach weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar war das Die Silberkammer in der Chancery Lane von Ben Aronovich. Auch das Buch habe ich relativ lang gelesen, beziehungsweise ich bin dann auch hier irgendwann zum Hörbuch übergegangen, weil ich gemerkt habe, wenn ich es lese, greife ich nicht so zu dem Buch.
Das Problem ist, das ist auch ein neunter Band, glaube ich, der Reihe. Und ich habe die Bände davor eben nicht gelesen. Das war nämlich in einem Hugendubel Book Blind Date. Da gibt es doch dieses Bookstock Festival im Herbst irgendwie immer. Und da gab es eben dieses Buch eingepackt. Und ich wusste ja nicht, was es ist, aber ich habe es halt eben mitgenommen. Und es ist der neunte Band. Und ich dachte mir, okay, wenn es schon in so ein Book Blind Date reinpacken, kann man das Buch ja offensichtlich auch einzeln lesen. Deswegen habe ich es jetzt gelesen und die vorherigen Bände nicht gelesen, weil mich die Reihe ehrlich gesagt gar nicht so extrem anspricht. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt. In dem Buch geht es auf jeden Fall um einen weiteren Fall. Ich finde es sowieso ganz komisch, dass was auf dem Klappentext drin steht. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Die London Silver Walls gehören zu den am besten gesicherten Orten der Stadt. Und doch treibt sich hier etwas Unheimliches herum, das einem Menschen das Herz herausreißen und dann spurlos verschwinden kann. Peter Grant, der Londoner Bobby und Zauberlehrling, wird bei seinen Ermittlungen mit einem Wesen konfrontiert, mit dem noch keiner seiner Vorgänger je zu tun hatte. Vorlesen kann ich heute auch nicht. Sehr menschenfreundlich im Umgang ist er nicht. Aber wer hätte das gedacht? Peters mühsam erworbene Lateinkenntnisse erweisen sich als potenziell lebensrettend. Das, was am Anfang passiert ist, ist am Ende des Buches gar nicht mehr so sehr haben sie irgendwie nicht mehr so sehr auf dem Schirm, was ich total schade fand, weil es ja irgendwie eine Ermittlung ist und ein Fall ist quasi. Das ist so ein Fantasy-Thriller, würde ich sagen. Hat nämlich auch was mit Magie zu tun. Ich glaube, um dieses Magiesystem zu verstehen, sollte man mit dem ersten und zweiten, also mit dem ersten Band der Reihe eben anfangen. Das war das, was mich hier manchmal wahrscheinlich gerade am Anfang nicht dazu gebracht hat, weiterzulesen, weil ich dieses Magiesystem nicht so richtig verstanden habe, nicht so richtig greifen konnte. Jetzt so während dem Lesen und Hören habe ich es besser verstanden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich vollends verstanden habe, wie das Ganze funktioniert. Deswegen finde ich es auch schwer, hier irgendwie das Buch zu bewerten, weil mir halt eben die ersten acht Bände fehlen. Und ich glaube, man wächst auch so ein bisschen pro Buch der Reihe mit den Charakteren irgendwie mehr zusammen als Einheit so ein bisschen. Weil ich konnte Peter jetzt hier nicht so richtig fassen. Ich fand ihn jetzt nicht unsympathisch, aber ich fand ihn eben auch nicht sympathisch. Es war einfach ein Protagonist, einfach ein Ermittler. Ich werde die Reihe auf jeden Fall nicht weiterlesen, weil sie mich jetzt nicht interessiert, aber es war auf jeden Fall mal ganz gut, hier den neunten Band zu hören bzw. zu lesen. Es hat mir jetzt auch nicht gefallen, aber es war eben nicht das, was ich vielleicht erhofft habe, bzw. ich hatte auch gar keine Erwartung an das Buch. Aber ja, ich konnte halt eben nicht alles verstehen, weil mir wahrscheinlich einfach die ersten Bände gefehlt haben. Wow, lange Rede, gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Deswegen machen wir weiter mit den letzten zwei Bänden. Die gehören nämlich zu einer Reihe und zwar Westworld, Bright and Dark und Westworld, Hot and Cold, Band 2 und Band 3 der Westworld-Trilogie. Und somit habe ich diese Reihe abgeschlossen. Ich habe ja den ersten Band im Januar gelesen und habe dann extra mit dem zweiten Band gewartet, bis der dritte Band kurz vorm Erscheinen steht. Und das war die perfekte Wahl. Der Cliffhanger am Ende des zweiten Bandes ist schon fies. Aber ehrlich gesagt, nachdem alle so sehr davon gesprochen haben, dass der Cliffhanger vom zweiten Band so unfassbar fies ist, hätte ich anderes erwartet. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich schon Bücher von Lena Kiefer geschrieben habe und weiß, wie sie ihre Geschichten so ein kleines bisschen aufbaut. Dementsprechend war das jetzt kein krasser Cliffhanger für mich. Zumal ich ja wusste, es erscheint noch ein dritter Band. Ich habe schon krassere Cliffhanger von Lena Kiefer gelesen, deswegen war das jetzt nicht so schlimm. Aber dennoch fand ich es gut, dass ich direkt den dritten Band da hatte und direkt damit weitermachen konnte. Es geht darum, dass Helena nach 2 Jahren, glaube ich, wieder zurück nach New York kommt und nur eine Aufgabe oder nur eine Sache auf jeden Fall möchte, und zwar herauszufinden, warum ihre Schwester Valerie und deren Freund Adam gestorben sind in der Nacht ihrer Verlobungsparty. Und auf dieser Reise begegnet sie immer wieder Josiah, und Josiah ist eben der jüngere Bruder von Adam. Und irgendwann kommen sie sich auch ein kleines bisschen näher, was sie aber nicht dürfen, weil nämlich die Familie Coldwell und Weston eben, ja doch, Coldwell und Westwell, Weston, oh Gott,
ja quasi nach dem Tod der beiden Kinder verfeindet sind, so ein kleines bisschen noch mehr als eben zuvor schon. Deswegen steht die Beziehung zwischen Helena und Josiah eben nicht unter einem guten Stern. Ich lege jetzt mal hier ein Band runter, weil es wird immer ein bisschen schwer. Auf jeden Fall, hier im zweiten Band geht es dann halt eben weiter. Ich habe nach dem ersten Band erstmal gewartet mit dem zweiten Band, weil ich auf den dritten Band warten wollte. Denn der Cliffhanger vom ersten Band, der war okay. Ich konnte mit dem Ende erstmal ganz gut leben. Habe dann hier weitergemacht, weil ich natürlich wissen wollte, was zwischen Helena und Josiah noch passieren wird, wie es um die Beziehung der beiden steht, wie sie das vielleicht irgendwie geregelt bekommen, ob sie da vielleicht nicht irgendwas umgehen können, damit sie doch sich ein gemeinsames Leben aufbauen können. Und nach dem Ende von dem zweiten Band hier wollte ich dann natürlich auch unbedingt wissen, wie es hier im dritten Band weitergeht, denn das Ende vom zweiten Band war schon fies und dementsprechend habe ich mich sehr darauf gefreut, diesen dritten Band zu lesen. Ich muss sagen, das Ende von diesem dritten Band oder der kompletten Reihe eben war überraschend. Das Ding ist, man hat die Person, die hinter allem steckt, auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Also ich zumindest hatte sie nicht so wirklich auf dem Schirm. Wenn man dann das Ende weiß und nochmal über die Reihe nachdenkt, macht das irgendwie schon, also ich wäre mir wahrscheinlich nicht drauf gekommen, aber da kommt einem die Person schon komisch vor. Ich hatte so die ein oder andere Theorie, aber das hat alles dann irgendwann nicht gepasst. Und ja, ich mochte Helena und Josiah total gerne. Ich mag, wie sie zueinander sind, wie sie zueinander stehen. Ich mag die Momente zwischen den beiden. Ich habe die Reihe einfach absolut geliebt und ich werde sie mit Sicherheit noch einmal lesen. Blöd nur, dass ich jetzt aktuell nichts mehr von Lena Kiefer hier habe zum Lesen, was ich nicht gelesen habe, weil nämlich erst nächstes Jahr im Januar, glaube ich, der erste Band von Cold Heart erscheint. Das ist quasi in dem gleichen Universum wie Westworld. Es geht nämlich um den jüngeren Bruder von Josiah, Eli. Der ist ein Part von Cold Heart. Genau, ich will gar nicht verraten, wer die Protagonistin vom ersten Band ist. Wahrscheinlich wird man sowieso den Klappentext irgendwo lesen. Ach, sie heißt auf jeden Fall Felicity Everhart. Man hat sie in der Reihe noch nicht kennengelernt. Deswegen müssen wir uns da noch ein kleines bisschen gedulden, bis wir sie kennenlernen dürfen. Ja, und weil ich jetzt eben nichts mehr von ihr zu lesen hier habe, was ich noch nicht gelesen habe, werde ich sehr wahrscheinlich nochmal die Ophelia Scale-Reihe lesen, weil ich liebe diese Reihe einfach sehr. Aber das dann zu gegebener Zeit, wenn ich dann die Reihe gelesen habe. Das waren jetzt auf jeden Fall all die Bücher, die ich im Februar gelesen habe. Wirklich wieder ein sehr guter Lesemonat. Und ich habe mich sehr über all die Bücher gefreut. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was hier März jetzt für mich bereithält. Mal gucken, wie viel ich da lesen werde. Ich bin gespannt. Vielleicht lese ich auch wieder ein kleines bisschen mehr E-Books, denn ich habe, wie gesagt, kaum E-Books gelesen, außer jetzt Was du nicht siehst von Franziska Elea, also die Biografie. Aber auch da habe ich mehr das Hörbuch gehört, als dass ich es gelesen habe, ehrlich gesagt. Was habt ihr im Februar gelesen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Habt ihr Einzelbücher schon gelesen? Wenn ja, wie haben sie euch gefallen? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.